Yeah, Leute, willkommen wieder zurück zu Naruto. Ultimate Ninja Storm 4 natürlich. Und ja, im ersten Part gab es schon mal einen richtig epischen Kampf. Nicht nur zu bestaunen, sondern auch direkt zum selber mitzocken. Und zwar Hashirama gegen Madara. Einer der epischsten Kämpfe überhaupt in der Geschichte von Naruto. Und ja, ich habe mich fürs erste Mal jetzt nicht so megamäßig super duper angestellt, hat nur für einen B-Rang gereicht, aber ist mir relativ egal. Ich will einfach mal nur das Spiel spielen und euch näher bringen. Und jetzt kriegen wir hier eine Vorschau auf das Kapitel 2 unvergleichliche Krieger. Da bin ich ja schon mal sehr gespannt. Was ich auch interessant fand, komm, hatte ich jetzt nochmal die Konsole neu hochgefahren, kam auch schon ein kleines Update. Das Spiel hat jetzt die Version 1.02, allerdings habe ich leider keine Ahnung, was sich dadurch geändert hat. Es steht jetzt nur irgendwie im Hauptmenü oben noch, dass demnächst irgendein kurzzeitig Szenario verfügbar sein wird, was auch immer das jetzt heißen soll. Auf jeden Fall ist es eh noch nicht da, also machen wir jetzt mal ganz normal weiter im Story-Modus.時は進み、されども戦いの連鎖は終わることなく、なおも熾烈極まる忍界で、二つの影が道を歩む。果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは。辞書、総決の章。 So, neues Kapitel freigeschaltet. Jetzt kannst du zwei unvergleichliche Krieger spielen. Das war jetzt echt nur eine ganz, ganz kurze Vorschau. Neue Episode freigeschaltet. Jetzt kannst du hinter der Maske spielen. Neue Episode freigeschaltet. Jetzt kannst du Taka fliegt weiterspielen. So, und schon habe ich jetzt die Qual der Wahl, wie es scheint. Jetzt teilt sich das hier auf. Das wurde mir aber am Ende von Episode 1 eh schon gezeigt, dass das hier der Fall sein wird. Gut, wir haben hier oben zwei unvergleichliche Krieger. Der Weg des Yang. Hinter der Maske, die Ninjas zeigen Haltung. Und unten? Ebenfalls zwei unvergleichliche Krieger. Taka fliegt wieder. Ah, der Weg des Yin. Ja, so oder so, da kann man sich entscheiden. Also hier spielt man offenbar als Naruto, da spielt man als Sasuke. Aber was ich jetzt zuerst machen soll, das steht geschätzte Spielzeit 8 Minuten, 7 Minuten. Ach so, geschätzte Spielzeit ist, wie lange das an sich dauern wird, bis man es fertig hat. Nicht, wie lange ich gebraucht habe. Kann ja nicht sein, dass ich 13 Minuten dafür das erste, das ist, nee, Quatsch. Das ist, wie lange das Szenario dauern wird. Also das dauert 8 Minuten und das dauert 7 Minuten. Mal kurz eine Zusammenfassung anzeigen lassen. Jetzt hat sich erneut der Vorhang auf der Weltenbühne gehoben. Diesmal für den vierten großen Ninja-Krieg. Die grimmige Schlacht geht weiter und weiter. Die alliierten Ninja-Streitkräfte kämpfen gegen die Akatsuki. Naruto Uzumaki kämpft gegen den Maskenmann Tobi. Fäuste prallen aufeinander, Schlachtrufe erfüllen die Luft wieder und wieder. Für die Zukunft, für die Verbündeten, die Träume, den Ninja-Weg. Naruto kämpft weiter Seite an Seite mit seinen Verbündeten, um Tobis Projekt Mondauge zu verhindern. Tobi, weiß man doch schon längst, wer hinter der Maske steckt. So, und was ist hier unten für eine Zusammenfassung? In der Gegenwart hat sich erneut vor, aha, bla 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 bla, er geht weiter und weiter. Hinter den Kulissen hat sich Sasuke Uchiha mit seinem älteren Bruder Itachi versöhnt und seinen eigenen Weg überdacht. Was sind Ninjas? Was ist ein Dorf? Was bedeutet ein Clan? Hinter dem Einzelgang Sasuke kamen ehemalige Verbündete immer näher. Ach so. Ja gut, ich will dir sowieso alles zeigen, wenn das irgendwie möglich ist. Also ich mache jetzt erstmal den Weg des Yang und dann den Weg des Yin. Irgendwie so. Also machen muss ich sowieso alles, wenn ich hier komplett durch sein will. Deswegen bleibt mir sowieso nichts anderes übrig. Also starten wir jetzt einfach mal zwei unvergleichliche Krieger mit hinter der Maske. Die Ninjas zeigen Haltung. Die
渦巻きナルトの姿があった。かつて里を襲った美獣キュービの妖狐をその身に宿すも、己にそなわる強き意志を持って成長の道をした走る。しかし忍界は混迷を迎えていた。 暁を名乗る組織が、キュービを含む9体の美獣を回収せんがため、忍界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎は、とどまることなく燃え盛る。されど、渦巻きナルトはただまっすぐ、 新しき絆と共に先駆けを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するように数多の仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために、 この世界にもはや意味はない。ここで外道魔族だと、まさか奴で始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は、終わりを告げる合法となりて、忍界をかけた戦いはまさに 最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も、名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、 あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカ野郎。 Da sind wir jetzt auch schon bei den Kampfvorgaben. Vernichte Tobi. Bonusvoraussetzungen mit mehr als 50 Gesundheit wieder gewinnen. Einmal mit dem Ninjutsu von Kakashi treffen. Einmal mit dem Ninjutsu von Gai treffen. Seit wann kann Gai Ninjutsu? Ich dachte, der kann nur Taijutsu. Voll komisch. Erledige den Feind mit einer Geheimtechnik. Einmal mit der Geheimtechnik von Naruto treffen. Was man da alles bekommt. Okay. Also, jetzt nochmal zur Story selber. Man sieht ja, dass der vierte Teil zur Zeit des vierten großen Ninja-Weltkriegs spielt. Ich weiß jetzt aber nicht, wer von euch alles den japanischen Manga komplett verfolgt hat, so wie ich. Also ich weiß, wie das Ganze zu Ende geht. Ich weiß, wie es aufhört. Und deswegen, wenn da jetzt jemand nicht so weit den Manga verfolgt hat, dass er sich dadurch gespoilert fühlt, dann wird es natürlich ein bisschen ein Problem hier, sich das Let's Play anzugucken. Also wie gesagt, da müsst ihr damit rechnen, dass hier vielleicht Dinge offenbart werden, die ihr eventuell noch nicht gewusst habt. Aber wenn ihr jetzt andere Games gezockt habt, die das schon auch näher beleuchtet haben, dann, also ich gehe mal davon aus, dass so ziemlich jeder Naruto-Fan langsam wirklich schon nach all der Zeit wissen muss, wer Tobi wirklich ist. Ja, also für alle, die es jetzt nicht wissen, lasst euch einfach überraschen. Für alle, die es wissen, am besten Klappe halten und nicht in die Kommentare spoilern. Aber ich selber, ich weiß natürlich, wer das ist, aber ich sag's nicht. So, und jetzt bin ich echt gespannt, ob mich der Typ zerlegen wird oder ob ich ihn zerlegen werde. Auf geht's, vernichte Tobi! それで終わりだ。そううまくいくかな。持ってこい。
So, kleinen Moment mal, ich muss mir hier noch kurz was angucken, und zwar Befehlsliste, wie mache ich eigentlich eine Geheimtechnik? Habe ich ja keine Ahnung. Wollen wir jetzt erstmal angucken. Okay, abwehrreiche Gegner, Schulden springen, Doppelsprung, Nischensprint. Wie mache ich so eine besondere Technik? Gegenschlag, Hilfe, Konter, Sturztausch, Geheimtechniktausch. Nee. Ich will ja wissen, wie ich die Geheimtechnik einsetze. Ninjutsu ist Schakalang plus X. Aha, Geheimtechnik. Okay, zweimal Dreieck und dann X. Alles klar. Okay. Werde ich probieren, hoffentlich klappt das auch. Zweimal Dreieck und X. さらばだ。逃がさん。この力で。俺は壁になる。さらばだ。あとは頼んだぞ。ぶっ飛ばす。さらばだ。車だ。てめえを倒して、この戦争を終わらせる。 Yeah, das war gerade geil. Spieler 1 ist Sieger, Naruto Uzumaki. Der sieht doch so geil aus in dieser Form hier, die er jetzt gerade hat. Das sieht so Hammer aus. Okay, na, ich muss ja wie gesagt erstmal gucken. Ich habe ja keine Ahnung, wie man jetzt so eine ultimative Finisher-Technik einsetzt. Muss ich jetzt echt nochmal gucken, wie man das macht. Aber es hat geklappt. Dem habe ich es jetzt echt gegeben. Jetzt bin ich schon gespannt. Wird seine Maske bereits zerbrechen? Wir werden sehen.影分身か。限界のようだな、カカシ。まだだ。微重だな。少し遅い。<笑>無駄なことを。バカな。もう逃げらんねえぞ。そうか。さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、奴のカムイで消したのか。カカシめ。 俺との空間が繋がっていることに気づいて。てめえは誰だ！お前は。
yeah, na bitte, immerhin mal ein A-Rang. Das ist schon mal besser als bei meinem ersten Part vorhin. Und ja, natürlich brauche ich jetzt, glaube ich, nicht groß an die Glocke hängen. Natürlich ist Obito die ganze Zeit Tobi gewesen. Ich meine, wer das noch nicht geschnallt hat, der lebt echt hinterm Mond. Ist ja klar, dass er das ist. Aber als das dann im Anime endlich nach all der Zeit mal so lang so weit war, dass die Maske zerbrochen ist und dass Kakashi das gesehen hat, das war für ihn, war das ein richtiger What-the-fuck-Moment. Weil er hat es, glaube ich, nicht gleich geknissen. Aber das damals, das also ist ja jetzt schon ziemlich lange her eigentlich, aber als das dann wirklich richtig hochoffiziell war, das war schon geil. Aber die Vermutung war ja schon sehr, sehr lange so, weil allein der Name Tobi Obito ein bisschen die Buchstaben verdrehen, klingt schon ziemlich ähnlich, hat dann auch noch ein Sharingan und das waren einfach viel zu viele Zufälle. Ich meine, das hat man sich schon von Anfang an ja denken können, dass er das ist, und man hat dann einfach immer nur die offizielle Bestätigung gebraucht, bis der Manga und auch der Anime soweit war und zack, boom, da war es dann so und ich habe 28.560 Rü bekommen und der Kampf war auch ganz geil, ja. Wenigstens mal einen A-Rang, da freue ich mich schon mal drauf. Aber ob ich jemals einen S-Rang schaffe, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall erworbene Items habe ich eine Goldschrift bekommen, eine Gold-Anbu-Maske und ein Bronze-Kunai. Kampfergebnis im Detail. Ah, schade, wenn ich wenigstens ein bisschen mehr Gesundheit noch rüber gehabt hätte, dann hätte ich da auch vielleicht noch A gehabt, dann... Ja, aber ich glaube, ich schätze mal, für Rang S muss man sogar alle drei Kategorien in S haben. Garantiert. Gesundheit auf S, den Kampf nicht wiederholt haben und auch den Rangbonus dann auch noch in die S, dann, ja, ich glaube nur dann kriegt man sich auch einen S-Rang in der Komplettwertung, in der Gesamtwertung, aber ist jetzt auch egal, geschafft ist geschafft, würde ich sagen. So, genau, Kampfvergaben habe ich jetzt hier erfüllt, leider nicht alle, vor allem einmal mit dem Ninjutsu von Kakashi treffen, mit Gai treffen, ich kam doch gar nicht dazu, das einzusetzen, voll komisch, weiß nicht, wie ich das jetzt hätte machen sollen. Weil ich kann die doch gar nicht steuern, ich war die ganze Zeit Naruto. Hä? Ach, egal. Werde ich vielleicht... Vielleicht kann man das irgendwie erklären, was ich hier nicht schnalle, warum das nicht gegangen ist, aber... Es muss ja nicht immer alles sein. Wichtig ist, dass ich es geschafft habe, vor allem mit einer Geheimtechnik. Also ich muss mir merken, zweimal Dreieck und dann die X-Taste drücken, dann macht man so eine Geheimtechnik. Wird ja wenigstens eingeblendet, wenn man die Chance darauf hat. So, wieder eine neue Episode freigeschaltet. Jetzt kannst du Schlachtfeld Teil 1 spielen. Na, was du nicht sagst. Okay, Knaben im Krieg. Ja, da sieht man Obito nochmal als Kind. Der hat sich aber, ich sage dir, der hat sich so dermaßen total verändert. Das ist Wahnsinn, wie der mal früher als Junge ausgesehen hat. Und dann, ich meine, vor allem was zur Hölle ist überhaupt mit seiner einen Gesichtshälfte passiert. Ich meine, ja, da lag mal dieser schwere, fette Felsen auf ihm drauf, aber dass der da so... Ich würde schon fast sagen, Falken gekriegt hat, das sieht schon etwas abgefahren aus. Zerbrochene Maske. Also bei einer mal Optionen, kann ich mir Tutorial angucken? Moment mal, was ist das nochmal? Startet das sofort? Also nee, Story, Abenteuer, Kampf. Also nee, das hat jetzt damit nichts zu tun. Nochmal, kann ich eigentlich... Ich wollte nochmal ganz kurz rausgehen. So, zurück zum Spielmodus aus. Und willst du das wirklich? Alle Fortschritte seit der letzten Sperrung. Ja, es ist ja eh gerade gesperrt worden. Das passt schon. So, damit ihr das da oben rechts jetzt mal seht, demnächst. Nur für beschränkte Zeit verfügbares Ereignis. Das stand im ersten Part noch nicht da, weil erst jetzt habe ich dieses Update runtergeladen und jetzt habe ich halt Spielversion 1.02. Ich habe keine Ahnung, was für ein für beschränkte Zeit verfügbares Ereignis verfügbar sein soll. Auf jeden Fall ist es das noch nicht. So, Option. Mal hier, das habe ich eh alles. Das hatte ich doch eigentlich auf leise irgendwie. Eigenartig, Kamerasteuerung passt schon. Nee, alles andere lasse ich ehrlich gesagt auf komplett laut, das ist schon okay. Untertitel natürlich sowieso, so verstehen wir ja nichts. Ninja-Schatz beschaffen, also lasse ich jetzt auch mal ein. Ja, ich bleibe halt wirklich bei der japanischen Synchro, die gefällt mir besser als die englische. Bin ich jetzt auch schon gewohnt, weil ich den japanischen Anime so verfolgt habe. Also wenn die jetzt auf Englisch quatschen, ich weiß nicht. Bin ich jetzt irgendwie nicht so gewohnt, deswegen lasse ich das mal lieber so, wie es ist. Also es gibt ja nicht nur den Story-Modus, es gibt ja auch hier noch den Abenteuer-Modus. In diesem Modus kannst du dich nach den Ereignissen des Story-Modus in die Abenteuer von Naruto Shippuden stürzen. Da gibt es noch die Sammlung. In diesem Modus kannst du die von dir gesammelten Items ansehen.
den Online-Kampf. Man kann auch online zocken. Diesen Modus kannst du dich mit PlayStation Network verbinden und mit Gegnern aus aller Welt kämpfen und voll abstinken, weil du so schlecht bist. Und natürlich gibt es auch noch den freien Kampf. Genieße freie Kämpfe. Nee, komm, wir machen... Weiß ich, sollen wir das noch weitermachen oder... Erstmal gucken. Hey, dieser Badass-Blick von Naruto, ne? So, da steht geschätzt, die Spielzeit 8 Minuten. Da steht 10 Minuten. Und hier stehen ja eine Minute. Gut, das ist ja jetzt nur eine Forschung gewesen. Das war nur so was ganz Winziges. Aber es ist interessant, dass zum Beispiel da hinten dann, also das übernächste Ereignis, was eher so eine große Flamme ist, das ist, glaube ich, jetzt wieder was etwas Wichtigeres, dass sich das da nach oben verzweigt, dass da oben noch irgendwie sowas weggeht und unten eigentlich bei dem nächsten, nach dem hier auch noch, da ist unten auch wieder was dran. Aber die treffen sich dann scheinbar auch wieder. Ganz rechts drüben treffen sich diese ganzen Linien wieder. Man sieht eh nur zwei Linien, die sich dann wieder treffen. Und ich kann noch eine Itemliste, kann ich noch hier irgendwie... Eine Itemliste mal klicken hier so, zack. Ah ja. So, Bronzekune habe ich schon 11 Stück. Einer der Ninja-Schätze, ein Schatz aus Bronze, der nach Kunai aussieht, kann im Bandai-Wagenhaus gegen ein Item eingetauscht werden. Kein Kampf-Item. Da habe ich schon gedacht, dass das kein Kampf-Item ist. Das ist aber jetzt noch ein Silber. Silber-Anbu-Maske. Ja, weil da steht immer, der nach Anbu-Maske aussieht. Das ist doch eine Maske, oder nicht? Das sieht nur so aus, oder? Ach, keine Ahnung. Eine Silberschrift hier, Silberschurigen. Ich habe jetzt schon 20 Gold-Kunais. Voll krass. 12 Gold-Anbu-Masken, Goldschrift. Habe ich auch 11 Mal. Gold-Ninja-Klinge habe ich nur eine. 20 Platin-Kunais. Na, kannst du mal sehen. Platin-Anbu-Maske, Platin-Ninja-Klinge und Platin-Schuriken. Platin ist scheinbar hier eh das Beste vom Besten. Aber es steht überall kein Kampf-Item. Weil ich damit nur irgendwas kaufen kann. Ich weiß nicht, wann ich da jetzt mal in diesen Shop gehe. Keine Ahnung. Ich habe ja gerade mal 6% der Store. Das ist ja noch so gut wie gar nichts. Da wird noch viel, viel mehr auf uns zukommen. Okay, also... Da kann ich eigentlich... Vorher, nachher... Also hier oben steht jetzt nur Knaben im Krieg. Die unteren zwei Zeilen sind leer. Hier haben sie sich dann gefühlt... Das sieht man also quasi erst, wenn man das geschafft hat. Was für eine Art Kampf war das jetzt? Wer gegen wen und welchen Rang habe ich bekommen? Und darunter halt nochmal das Szenario an sich, eben die zerbrochene Maske. Aber es ist immer noch 12 unvergleichliche Krieger. Naja, okay. Wie gesagt, so ist das Spiel halt aufgebaut und ja. Wie gesagt, das mit diesem einen Update, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich kann es meinetwegen ganz kurz zeigen, damit ihr mir das vielleicht selber erklären könnt, weil es ist nicht dabei gestanden, was sich dadurch jetzt geändert oder verbessert hätte. Ja, komm, dann mal raus. Das sieht man jetzt allerdings auch nur auf dem Titelbildschirm, also noch eine Ebene zurück. So, hier, ne? Ganz links unten in der Ecke, Version 1.02. Aber es ist leider nicht erklärt worden, was sich dadurch geändert hat. Vielleicht wurde das Spiel jetzt... auf den kommenden Season Pass vorbereitet, da soll es ja noch, DLC zu dem Spiel geben, der aber ja noch nicht draußen ist. So, da stand auch immer, es wird überprüft, ob es Inhalte zum Runterladen gibt und so. Aber das gibt's halt im Moment noch nicht. Ich weiß nur, es soll in Zukunft, glaube ich, mindestens 3 DLC-Packs geben, die man sich entweder einzeln kaufen kann oder mit so einem Season Pass. Und da sind dann, ja, neue Kostüme drin. Ich glaube, jeweils immer ein neues Szenario. Beim dritten DLC sind, glaube ich, sogar 4 neue Kämpfer dabei. Keine Ahnung, wer das jetzt sein soll. Aber in dem Spiel sollen ja wirklich, glaube ich, so ziemlich alle Charaktere aus dem Naruto-Universum verfügbar sein. Und ich glaube, das sind... ich habe da mal nämlich so ein Auswahlbildschirm gesehen, wo man sich für einen Kämpfer entscheiden kann in dem Spiel. Und das waren 110 Charaktere. Scheiß, die waren da. Das ist echt viel. 110? Das grenzt ja schon an Dragon Ball. Also das ist Wahnsinn. 110 verschiedene. Ich meine, ich glaube, alleine Naruto gibt es 5-mal. In verschiedenen Altersstufen und Kampfklassen hier, Verwandlungen hin und her, gibt es den, glaube ich, 5-mal gibt es nur Naruto und dann gibt es von jedem anderen gibt es auch hin und wieder solche
anderen Versionen, die mal stärker, mal schwächer sind und andere Ninjutsu drauf haben und und. Also glaube ich, je nachdem wie weit halt die Story da gewesen ist, ist im in der Serie, desto häufiger kommt halt auch so ein Charakter, vor allem bei Naruto ist der Hauptcharakter, ist ja klar, dass der etwas mehr Aufmerksamkeit spendiert bekommt, das ist ja logisch. Aber ja, ich bin jetzt nicht nur am Überlegen, ich meine, den Part werde ich jetzt trotzdem schon beenden. Aber ich weiß nicht, was besser wäre. Ob ich vielleicht doch erstmal einen Weg nehmen soll und dann den anderen. Also, dass ich quasi wirklich erstmal nur den Weg des Yang mache, bis ich da fertig bin. Also, bis ich da bei dem 1, 2, 3, also bei dem vierten, von hier ist gerechnet, den vierten ganz äußeren rechten Flammensymbol bin. Dass ich da mal den Weg des Yang fertig habe und dann mache ich den Weg des Yin. Ja, weil ich finde, sonst ist es ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oder doch immer parallel abwechselnd. Ich weiß nicht, ist gar nicht so leicht, sich dafür jetzt zu entscheiden. Tucker fliegt wieder. Obwohl natürlich immer mit Naruto ist irgendwie auch doof, ne? Also ein bisschen Abwechslung. Vielleicht mache ich das doch parallel nebeneinander. Immer mal wieder Weg des Yin und einmal Weg des Yang hin und her. Ist vielleicht doch besser, weil sonst wird es vielleicht für euch auch zu langweilig, weil ich jetzt immer nur als Naruto zocke. Wobei das für mich sogar aussieht, das könnte ich als junger Obito zocken. Zumindest ist er hier abgebildet, aber es kann jetzt sein, dass das in der Vergangenheit spielt. Weiß ich gar nicht, was das Spiel für mich so bereithält. Da steht überhaupt nicht in der Zusammenfassung drin. Zack! Die blutigen Kämpfe des dritten großen... Ja, damals war es auch der dritte Ninja-Krieg zur Kindheit von Kakashi und Obito. Die blutigen Kämpfe des dritten großen Ninja-Kriegs wurden im Laufe der Zeit immer härter. Das waren grausame Zeiten, in denen selbst Halbwüchsige schon in die Kämpfe hineingezogen wurde. Das war voll heftig, oder Kinder im Krieg, aber what the fuck? Kakashi Hatake gehörte zu einer kleinen Gruppe unter der Führung von Narutos Vater Minato. Gemeinsam mit Obito und Rin wurde er auf das Schlachtfeld geschickt. Nachdem er Jonin geworden war, wurde er mit seiner ersten Mission, erfüllt das N, beauftragt und ein starkes Pflichtgefühl begann sich in Kakashis Herz auszubreiten. Ja, ja, kenne ich mich aus, weißt du Bescheid. Vor allem ist Kakashi ja wirklich, weißt du, wie alt war Kakashi, als der Jonin geworden ist? 11 oder so? Also, der war ja noch richtig jung. Ist der schon Jonin geworden? Holy moly, aber das ist eben Kakashi, ne? That's Kakashi for you. Gut, ich glaube, ich habe schon wieder zu viel gelabert. Im nächsten Part dann, vielleicht wirklich, damit es ein bisschen Abwechslung gibt, erstmal den Weg des Yin. Taka fliegt wieder. Von einem mit diesem bösen Blick, mit diesen roten Sharingan-Augen, ich meine, da hast du doch Respekt davor. Also, das dann wohl im nächsten Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Oder kurz einfach nur Naruto. Bis dann, Leute. Tschüss. Und vielleicht kann mir irgendwer sagen, was es mit diesem Update 1.02 da auf sich hat. Würde mich mal interessieren, falls das wer weiß. Danke und bis dann. Tschüss.